Nächstes Level. Es ist dunkel. Moment mal. Guten Abend, Dopp. Diese Zombies geben einfach nicht auf, was? Du wirst sehen, dass sie einen Unterschied macht, ob du sie am Tag oder Nacht bekämpfst. Nachts fallen nämlich keine Sonnen vom Himmel. Du bekommst aber trotzdem welche der Sonnenblumen. Zum Glück hast du ja auch ein paar Pustpilze. Pflanze davon so viele wie möglich, dann ist alles paletti. Okay, Deppy hat uns mal wieder einen neuen... Oh, zwei neue Zombies. Das ist ein Zeitungszombie und normale Zombies, okay. Also, als erstes, Sonnenblumen brauchen wir unbedingt, weil es fallen gar keine Sonnen. Pustepilze, dafür brauchen wir gar keine Erbsenkanone. Den, den, den und eine Zusatz... Na, ja, falls ich doch mal irgendwann so viele Sonnen habe, dass sie... Oder... Komm. Also, es fallen nachts gar keine Sonnen. Gar keine. Wir müssen also mit diesem Anfang direkt die erste Sonnenblume setzen. Und die gibt uns jetzt die Sonnen. Anders kriegen wir gar keine. Zum Glück gibt es später auch noch andere Dinge, die uns Sonnen geben. Wie der Sonnenpilz. Der ist aber jetzt noch nicht freigeschaltet. Ich glaube, den gibt es sogar schon im nächsten Level. Aber sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Jetzt haben wir jetzt zwei Sonnenblumen und guck mal, wie viel Zeit schon vergangen ist. Blub, blub. Blub, blub. Also man ist auch sehr auf diese Pilze hier angewiesen, weil das sind die Hauptangreifer. Die kosten halt null, man kann sie jede paar Sekunden wieder setzen. Wir zählen mal mit, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde einfach mal auf 8 oder 10 Sekunden schätzen. Das kann man ja sogar nachsehen, zum Glück. Und dann gucken wir... Oh, hier. Ich spare etwas Geld, um coole Sachen zu kaufen. Mit Anfang der zweiten Mission also kann man dann Geld einsammeln. Welches wir noch gut gebrauchen können. Wenn der Zeitungszombie seine Zeitung verliert, wird er aggro. Macht ihn also schnell kaputt. Nachdem er seine Zeitung fallen lässt, weil er dann sehr aggressiv wird. Sobald sie anfängt zu löchern, müsst ihr aufpassen. Gleich fällt sie runter und dann geht er in einen Rage-Counter. Am besten ist, wenn ihr Heldentum zündet und auf eure Tanks Überheilung macht, sonst wird das nichts. Ist noch ein Zeitungsbubi. Jetzt haben wir in jeder Reihe 3, außer hier. Das machen wir gleich. Ändern tun. Denkt daran, dass die Pilze aber auch nicht unverwundbar sind und sehr schnell sogar drauf gehen. Da müsst ihr auch drauf achten. Sonst, wenn die Pilze nämlich weggefratzt werden oder ein starker Zombie da rangeht, frisst er den auf, dann frisst er den auf, dann den und dann habt ihr schon so gut wie verloren. Aus dem Grunde immer schön Pilze setzen. Der schießt nur über 3 Felder, glaube ich. Nee. Ich weiß es nicht. 2 oder 3 Felder, aber kann er maximal schießen. Deshalb solltet ihr da echt aufpassen. Den so schnell wie möglich umbringen, den Zeitungszombie. Oh, eine goldene Münze. Das sind 50 Dollar, oder das ist Euro, ne? Euro, klar. Und setzt sie nicht ganz vorne, weil wenn die Zombies hier rankommen, fressen die schon an. Am besten dann in diese Reihe oder gleich in diese. Steht ihr das? Ich hoffe doch. Wo diese Gräber sind, können wir keine Pilze setzen. Deshalb müsst ihr da halt aufpassen. So. Also guckt, ich kann hier nicht zum Beispiel setzen. Gräber können nicht bepflanzt werden. Und ein neuer Pilz. Ah, wenn wir die einsammeln, kriegen wir mehr Geld. Du hast eine neue Pflanze. Sonnenpilz. Gib dir zuerst kleine, später normale Sonnen. Die finde ich besser als die Sonnenblumen. Seht ihr gleich rum. Hey, du hast schon 330 Münzen gesammelt. Wenn du 750 zusammen hast, verkaufe ich dir etwas Feines. Alter, das ist eine Pfanne auf dem Kopf. Naja, zum Schutz vor Zombies ist das wahrscheinlich auch nötig. Sonnenpilz. Diesen Pilz
dit und dis. Ich weiß schon, was wir bekommen, wenn wir Deppi was geben, also das 750 Dollar. Seht ihr auch gleich. Die, das sind kleine Sonnen, die geben nur 15. Finde ich aber nicht schlimm. Die wachsen später nämlich. Und dann geben sie auch 25. Anfangs ist das vielleicht ein bisschen nervig. Aber dafür lassen sie sich auch schneller bauen. Ist echt nett, dass die Zombies immer ansagen, dass sie gleich kommen. Geld. So, hier noch ein Sonnenpilz. Ich glaube, 5-mal müssen die abwerfen, bis sie dann groß werden. Das sehen wir ja gleich. Ich glaube, der hier hat jetzt das dritte Mal geworfen. Pilze könnt ihr übrigens nicht am Tag bauen, weil die dann schlafen. Ist doch logisch. Fast ein bisschen. Oh, jetzt haben wir hier schon die Hüte-Zombies. Die haben noch mal mehr Leben als die Eisenhelme. Ah, nee. Das ist eine Vorstufe. Die Eisen haben, glaube ich, noch mehr Leben. Nee, die hatte ich nur lange nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich es gerade mal vergessen. So, jetzt haben wir schon zwei Reihen Sonnenpilze. Das ist gut. Aufessen, deswegen packen wir den hier hin. Ja, schnell. Vorsichtshalber mal eine Mine. Oh oh, der hat's nicht geschafft. Wir müssen den sprengen, sonst... Genau. So, ein Blumen. Der ist jetzt gewachsen, seht ihr? Können wir eigentlich wieder... Naja, lassen wir sie einfach mal da. Hier, seht ihr schon eine große Sonne. Der ist jetzt auch gewachsen. Jetzt geht es hier einmal die Reihe lang. Das ist doch perfekt. Nüsschen. Ach, ich wollte ihn hier hinpacken, verdammt. Vielleicht kommt schon die erste Welle von Zombies. Müssen wir aufpassen. Jetzt ist er richtig. Der Nuss geht's nicht mehr so gut. Guckt euch mal den Mund an. Oh Mann, ey, bei mir zu Hause ist es echt gerade wie eine Sauna. 50. Einmal muss der werfen, einmal der, dann haben wir nur noch große Pilze. Die sind dann genauso viel wert wie eine Sonnenblume. Vielleicht können wir wieder hier unten eine Walnuss hin tun, die ist vielleicht auch kaputt. Jetzt haben wir nur große Sonnenpilze. Zack, gekillt, one shot. Oh, na, ich spare jetzt nochmal eben 200 Sonnen, damit ich den Dupli bauen kann. So, perfekt. Wie gesagt, hier sind Gräber, das heißt, ich kann die da keine Nüsse drauf bauen. Seht ihr? Die kann ich aber mal austauschen, wenn die kaputt ist. Sparen wir nochmal auf den Dupli. Gleich kommt die nächste Zombie-Welle. Mann, diese Zombies benehmen sich echt wie pubertierende Mädchen, die Justin Bieber gesehen haben. Aber das ist ja verständlich. Er hat Kohle. Ich finde ihn auch cool. Nicht wegen der Musik, sondern weil er Kohle hat. Bei allem Respekt, er hat's geschafft. Trotzdem ist er ein Knecht, da habt ihr recht. So. Nüsschen.
Jetzt kommt die nächste Welle, müssen wir aufpassen. Ja, meine Nuss hat Abnickzeit. Wo ich eigentlich immer zwei mit mir durch die Gegend trage. Aber das hat hier keinen Wert. Ich glaube, es wäre schlauer, hier hier das freizulassen. Weil dann können wir dort nämlich eine Kirsche packen, die dann alles in der Gegend wegfetzt, so wie jetzt. Und tschüss. Und wer hat überlebt? Ja, aus den Gräbern kommen am Ende das Leben des Lebens. Nudel. Geht auf den Grabstein. Los, Popelschießer. Und das war's schon mit der Mission. Gucken wir mal, ob wir oder was für eine Pflanze wir bekommen. Und dann mache ich hier gleich einen Cut nach oben, schnell einsammeln, dann kriegen wir Geld. Weil das Bonusgeld am Ende des Levels ist immer, glaub ich, von den Sonnen abhängig, die man hat. Verströmt giftige Dämpfe, die Fliegengitter durchdringend. Ah, okay. Aber dann mache ich hier erstmal Cut und dann sehen wir uns an dieser Stelle gleich weiter. Ja, ab. Bis gleich.